Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Aufgebraucht und ich würde sagen, wir starten. Einmal Zewa habe ich leer gemacht. Ja, finde ich gut. Zewa Wischenbeck, original. Kann man nichts falsch machen. Da habe ich einmal von Palmolive Naturals Olive und Milch leer gemacht. Das war so ein Cremebad, richtig gut, auch von dem Duft her. Dann auch noch leer gemacht ist von Balea verwöhnende Dusche mit Pflaume und Mandel. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Garnier Body Oil and Beauty pflegende Milch mit Ölen mit Argan, Macadamia, Mandel und Rose. War richtig gut, würde ich mir nachkaufen. Dann noch einmal hier Toilettenpapier leer gemacht. Dann einmal noch in Verwendung ist einmal so ein Trimmer für die Nasenhaare. Ja, kann ich euch empfehlen, ist richtig gut. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Ulrike de Vos Paris. Das sind diese Mini-Parfüms gewesen. Ja, das war ein guter Duft. Würde ich mir mal so nicht nochmal nachkaufen. Dann einmal von Dove Limited Edition. Das ist eine Sommerritual. Pflegedusche gewesen, war richtig gut, würde ich mir nachkaufen, gibt es aber glaube ich nicht mehr. Dann gingen noch zweimal Augenpads leer, das sind einmal die von Shebens Glam & Shine, auch richtig gut. Und was auch leer ging, was richtig gut war, ist das von Langhaarmädchen. Nee, ist das von Gin & Len Liquid Keratin Spray, das war auch richtig gut, kann ich nur empfehlen. Ja, dann geht's weiter mit Isana Creme Dusche Silky Berry mit einem seidig-bärigen Duft. Das ist relativ neu. Ja, ist einmal leer gegangen, war auch richtig gut. Dann, was auch leer gegangen ist, von Today Man. Das ist ein Rasierschaum. Ja, mit Aloe Vera, war okay. Dann, was auch leer ging, ist von WC Frisch. Das ist dieser Toilettenreiniger, Hängedinger, Music Lover. Ja, war gut, würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich hier noch einmal von Tena Lights die Slipanlagen leer gemacht, die waren richtig gut. Dann habe ich hier ein Fußdeo Spray von Soano, auch gut. Dann hier einmal Binden leer gemacht, einmal vom Rewe die Binden und einmal Always, waren beide gut, halt der Preisunterschied. Dann einmal leer gemacht von Maria die Cremeseife, Meeresrauschen, war auch gut. Dann von Dove ist einmal das Summer Care Leergang und Deo mit Rosenwasser und Aloe Vera. Dann, was auch leer gegangen ist, sind einmal die Schwammtücher. Dann, was auch gut war von Balea, Badesalz Magic Forest. Dann ist hier noch einmal Toilettenpapier leer gegangen. Dann habe ich hier von Garnier Ambre Solaire einmal Natur Bronzer. So ein Selbstbräunungsspray war das, der war auch richtig gut. Dann, was auch gut war, ist von The Body Shop. Das ist einmal Frosted Plum. Das ist einmal diese Pflaume gewesen. Da ist jetzt noch ein bisschen was drin, aber es musste weg. Das hat nicht mehr gut gerochen. Ja, das war einmal so eine Winter-LE. Das ist schon so lange her. Deswegen kommt das weg. Dann von 8x4 einmal der Gang ist wieder da. Theo, ich wag mich ja immer wieder mal, das zu benutzen. Dann, was auch richtig gut ist, ist von Balea Med, dieses pH-neutrale Waschgel, das ist richtig gut. Dann einmal Zahnbürsten sind weggegangen. Dann eine Zahnpasta. Dann einmal ein Make-up von Milani, Concealer und Make-up Foundation zusammen.
Einmal der hier. Ja, war in Ordnung, würde ich aber so nicht nochmal nachkaufen. Dann, was auch gut war, ist von Neutrogena Glow Boost. Das ist einmal das hier. Das war das Umfluid mit Lichtschutzfaktor 30. War auch richtig gut. Und dann, was auch jetzt endlich wegkommt, ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe. Das ist einmal Violet Lip beim Vanilla. Ja, das kommt einmal weg. Ich weiß nicht, wie alt es schon ist. Und einmal von Essence, das war ein Puder. Das kommt auch weg. Das ist auch schon uralt. Weiter geht's mit Campri. Das ist einmal Bio und vegane Kekse gewesen. Die waren richtig gut. Würde ich mir nachkaufen. Dann, was auch gut war, waren einmal die von Innerbio, diese Dinkel gepufften Snackdinger mit Honig gesüßt. War richtig gut. Dann habe ich hier noch einmal Zahnbürsten. Dann habe ich hier einmal einen Rasierer leer gemacht. Das ist von Wilkinson. Das ist Hydro 5. Das ist ja mein Liebster. Richtig gut. Toilettenpapier, feuchtes, leer gemacht. Dann habe ich hier eine Kosmetik-T-Shirt-Box auch leer gemacht. Dann habe ich hier von Link mit Allzweck-Tücher mit Reis und Sandelholz. War auch richtig, richtig gut. Dann einmal leer gemacht von Cocolino. Das ist einmal ein Reisspüler gewesen. Der Duft war richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich ein paar Flaschen von und ja, freue mich immer wieder, das zu benutzen. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Premier Protein. Das ist einmal das Karamell hier gewesen. Das war richtig lecker. Dann habe ich hier von Dummelkleck einmal Waschmittel. Das war auch gut. Dann habe ich hier noch so eine Hand- and Body Lotion gehabt. Mango Vera kommt weg. Fand ich den Duft nicht so toll. Dann habe ich hier einmal von Isana Duschgel leer gemacht. Das war richtig gut. Das ist das Beach Days. Dann habe ich hier von Dorf leer gemacht, auch ein Duschgel, das war richtig gut. Genauso wie das Liebste von mir, es ist von Fahrt, das Kokosnuss. Dann was so lala war, war das von Balea, das Duschgel Caribbean Feeling. Ja, war in Ordnung, aber würde ich so nicht mehr nachkaufen. Dann einmal Allzweck-Tücher leer gemacht, einmal Reinigungstücher leer gemacht von Balea, von der neuen LE. Dann habe ich hier noch von Lenore Unstoppables das Wäscheparfüm in Fresh leer gemacht. Das war richtig gut. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Und dann habe ich noch zwei Dinge, was mir gegangen sind. Das ist einmal hier von Spotless DM. Das war richtig gut. Und dann habe ich hier noch eine Zahnpasta leer gemacht von La Vera. Das ist meine Liebste. Und die war auch richtig gut. Ja, und das war's. Und das war's mit meinem Aufgebraucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.